Denken Sie an drei Dinge, wenn Sie die Ägypter spielen. Erstens ist der Pharao eine Ihrer wichtigsten Einheiten. Er kann die Aufgabe erhalten, verschiedene Gebäude in Ihrer Stadt zu stärken. Verstärkte Gebäude bilden militärische Einheiten aus, erforschen Verbesserungen und greifen schneller an. Arbeiter, Fischkutter und Kamelkarawanen liefern bei verstärkten Gebäuden mehr Rohstoffe ab. Der Pharao kann auch Fundamente verstärken, um den Bau zu beschleunigen. Im Kampf ist Ihr Pharao sehr stark gegen mythische Einheiten. Sie haben nur einen Pharao, also setzen Sie ihn weise ein. Zweitens erlangen die Ägypter Gefallen durch den Bau von Monumenten. Es stehen 5 Monumente zur Verfügung, von denen Sie jeweils nur eines bauen können. Mit jedem neu errichteten Monument steigt Ihr Gefallen schneller an. Jeder große Gott gewährt einen einzigartigen Bonus auf Ihre Monumente, also platzieren Sie sie mit Bedacht. Drittens sind die meisten ägyptischen Gebäude entweder kostenlos oder kosten Gold. Ihr Bau ist jedoch sehr zeitaufwendig. Denken Sie daran, dass Ihr Pharao den Prozess beschleunigen kann, indem er Fundamente verstärkt. Du hast also keine Ahnung, wo wir sind. Admiral! Was macht ihr hier? Wir haben uns verirrt. Und sind vom Glück verlassen. Ich bin Amanra. Bereite deine Männer vor. Wir müssen dieses Gebiet verteidigen. Gegen was? Diese Oase birgt Schätze jenseits des Wassers. Hier ist eine Reliquie begraben. Meine Feinde sind auf dem Weg, um sie zu stehlen. Was hat das mit uns zu tun? Schau dich um. Diese Pässe sind der einzige Zugang zu dieser Oase. Wenn du über sie fliehst, rennst du direkt in die Arme der Verehrer von Set. Du hast die Wahl, ob du dort sterben oder hier mit mir kämpfen möchtest. Ihr habt die Dame gehört. Stärkt diese Verteidigung und bereitet euch auf den Angriff vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ägyptischen Teil. Und jetzt habt ihr schon gesehen, was auch ein Riesenvorteil dieses Spiels hier ist und vielleicht zu anderen. Es wurde einfach das Volk Ägypter kurz erklärt, so im Groben zumindest. Und wir schauen uns mal eben ganz kurz um, weil die Karte ist relativ groß. Da schauen wir einmal ganz kurz einmal rein. Wir haben jetzt hier ganz viele Obelisken, die sind einfach nur für Sichtweite gut, das war's. Also der ganze Pass hier besteht eigentlich nur aus Obelisken, der halt sonst nichts anderes inne hat. Hier hinten natürlich das Gleiche, ne? Macht Sinn. Und hier haben wir eine Goldmine. Oh, diese Sounds der Ägypter. Vinito, oh. Ich sehe sogar eigene Bilder hier, guck mal an. Schick. Gereg. Grig. In Wedge. Vinito. Ah, ich hab das so vermisst, ne? Krass. Hier werden Zebras gejagt. Hier wird ein bisschen Holz gehackt. 444 haben wir. Ansonsten haben wir hier nichts irgendwo. Was wichtig für mich ist jetzt natürlich, wir brauchen definitiv jetzt hier, ich muss mal ganz kurz ein kleines bisschen rausscrollen. Also wir gehen mal ganz kurz hin. Gold passt ganz kurz. Ich mache mich erstmal ganz kurz hier in der Wand hin. Ah ne, ich darf keine Mauer bauen. Wusste ich. Hallo, hab ich nicht markiert? Trotzdem, warte, ich mach erstmal ganz kurz den hier. Weil der ist sowieso wichtig. Kind. Ja, Klassiker, verklicken. Nein. Was schwieriger ist tatsächlich, alles gleichzeitig zu verteidigen. Wir versuchen es natürlich. Aber irgendwann ist halt kacke. Ansonsten verteilen wir es einfach von hier drinnen aus. Und solange es nicht notwendig ist, können wir die da drin mitschicken, damit das schneller geht. Wobei Gold brauchen wir, glaube ich, generell. Nahrung und Gold lassen wir mal. Wir machen nur die Holzfälle weg, bis wir es halt benötigen. Dass es hier einfach ein bisschen fixer geht. Weil 800 Sekunden, ich meine, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, sind halt ein paar Minütchen. Aber wir können, glaube ich, nochmal einen davon wegnehmen. Und mit dran gehen. Da kommen mittlere Speerkämpfer. Nice. Sie kommen! Schön. Ansonsten die Schleuderer, ich meine, könnt ihr es ja selber sehen hier, ne? Warte, da vielleicht nicht, muss ich drüber hovern. Die Schleuderer. Warte, das. Gegen andere Fernkampfsoldaten. So, jetzt habt ihr das gesehen. Hallo, bitte, please.
Und ich bin mir nicht sicher, gegen Speerkämpfer nehmen wir am besten einfach unsere Axtkämpfer, weil die halt gut gegen Infanterie sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob später was Besseres da kommt. Machen wir einfach mal, ist egal. Wird schon passen. Machen wir erstmal ganz kurz 10 Axtwerfer. Da kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen. So, und dann, das Ganze braucht jetzt noch knapp 10 Minuten. Das geht aber. Are you refair? Oh Mann, ist das geil. Ey. Flugsand. Ziehen Sie auf Ihre eigenen oder auf Ihre verbündeten Einheiten und dann auf den Ort, an den Sie teleportieren möchten. Ja, ein Teleportzauber, sehr hilfreich. Da hinten kommen schon direkt ganz viele Einheiten, perfekt. Und das hier ist natürlich einmal ein Reichtum. Wir sammeln dann schneller Sachen, da würde ich mich am besten gleich... Das können wir jetzt auch so machen, das wäre jetzt nicht so wild. Aber sinnvoller wäre es, wenn wir dann tatsächlich hingehen. Und ganz kurz eben Vollpulle da reingehen. Auch wenn das jetzt ganz kurz länger dauert, aber den Reichtum kurz mitnehmen. Dass es immer vernünftig durchläuft. Okay, da kommen gerade ganz schön viele Wellen auf einmal. Krass. Aber alles nur normale Einheiten, alles kein Problem. So, kurz ein bisschen Reichtum. Gönnen wir uns. Weil diese Minute, die gönnen wir uns ganz kurz immer für richtig viel Gold, für so einen kleinen Vorausschub für Dings, dann können die mich danach alle erstmal ans Bauen gehen. Im Endeffekt geht es dann trotzdem schneller. Ja, Vorsicht, Leute. Ja. Kurz einen kleinen taktischen machen, ne? Ja, der Turm kriegt schon wieder auf die Fresse. Ja. Naja. Ah, genau. Übrigens, der Amanra, die kann so geil hinspringen, macht dann AOE-Schaden. Hat er gerade gesehen, ganz gut. Das sehe ich auch ganz geil. Reliquie wird freigelegt. Ja, das ist der Plan. Links kommt ein Belagerungsturm. Genau das waren die Belagerungsturme, die mich so komisch rammen können. Nicht die Heliopolis. Das war nämlich das, was ich letztes Mal vertauscht hatte. So, jetzt können die mal ganz kurz alle hier hingehen. Und einer bleibt provisorischer dran. So. Und sonst noch mal ganz kurz 10 neue Axtkämpfer. Schönes Ding. Komm, wir sind schon bei 30%. Easy. Ganz entspannt. Geht ja nur um die Zeit, wie es hier runter tickt. Und guck mal jetzt hier. Hat sich doch gelohnt. Im Endeffekt haben wir mich dadurch jetzt nicht, wirklich gar nichts verloren zeitlich. Da kommt ein 1 nach Rambok, lol. Weißt du was, Alex? Das ist dein Job. Rambok, sag ich schon, Katapult. Hä? The fuck? Ja, die Eco-Forschung können wir auch machen, theoretisch. Aber ich glaube, Nahrung lohnt sich am meisten noch. Warte, war es richtig? Nee, wird schneller gemästet, ne? Nee, es, glaube ich, macht keinen Sinn. Ja, lass einfach sein, ist egal. Hä? Sag mal, Leute. Unnötig. Alter, mach ein Drittel der Leben weg. Etimos. Ihr Akti. Boah. Kostaba Marista. Amanra wird sterben. Mach dich bereit, die Ausgrabungsstätte zu verteidigen. Toll, jetzt ist der Turm kaputt. Weil es nicht so gut funktioniert hat, wie ich eigentlich gedacht hatte. Naja, ist egal. Ich geh mal ganz kurz erstmal zurück in die Armee. Okay, erstmal kurz einen Nahkämpfer weggerammt. Stark. Und noch einen. Da kommen sie. Und das war schon mal die Schwierigkeit dieser Mission. Die kommen halt alle auf einmal. War meine Wahl richtig? Ah, es sind schon sehr viele Nahkämpfer bei. Nee, ist schon gut. Das sind Axtkämpfer, ist eine gute Wahl. Doch, doch, passt. Das Geile ist, die Priester, die können auch heilen. Tja, könnt ihr mal sehen, wa? Richtig nice. UIR. Ach, toll. Vor allem, ich hoffe, die Rächer haben richtig geilen Sound, ne? Da bin ich richtig gespannt drauf. In Witch. Kid. Bea. So, alles geheilt. Alles ready. Dann rein.
Wir haben vorher das Spiel ausgetrickst, wir haben einfach 91 Bevölkerungslimit, Leute. So, ihr geht schon mal weiter, ganz kurz zu denen. Ihr macht das. Und ihr geht nach dahin weiter. So ein kleines bisschen aufteilen ist ja schon klar. Das geht schon. Nein, wir sterben. Er ist gestorben. Und der Turm ist kaputt. Naja. Ah, die ganzen Kämpfe sind alle irrelevant, bis jetzt gekommen sind. Alles schwache Einheiten. Mehr Axtkämpfer. Bring mal das Gold ganz kurz weg, das brauchen wir eh nicht wirklich gerade. Gehen wir lieber hier hinten hin und gehen mit an Nahrung. Ark. Enito. Greek. UIR. Dayo. Ja, der Turm kriegt jetzt auch auf die Fresse. Naja, dumm gelaufen. Ja, guck mal hier. Also, ich hoffe für euch, dass wenn ihr Spiel spielt, ihr nicht auf Gebäude hofft. Weil das ist halt einfach nicht drin. Guck mal, ein paar Nahkämpfe reichen und der Turm ist kaputt. Die haben nicht mehr wirklich Schaden genommen dadurch. Lächerlich. Oh, da kommt ja ein Sohn des Osiris. Das ist natürlich übel. Das wird wir tun. Au. Der Sohn des Osiris ist ein verbesserter Pharao. Der, wie ihr sehen könnt, gut auf die Fresse schlägt. Mit seinem Blitzkettenangriff so. Ja, und ist aber gestorben. Schade für ihn. Ich mach mal ganz kurz noch eben ein Bild. So, guck mal hier hin. Ganz entspannt. So, das haben wir. Dann so nah rangezoomt. Vielleicht auch noch ein bisschen höher oder ja, so, passt schon. Für die Thumbnail, weißt du? So eine schöne Reliquie. Oh ja, so ist perfekt. So ist doch wunderbar. Das können wir machen. Perfekt. Schönes Ding. So, mehr Kämpfer bitte. Oh, da kommt Skarabäen. Moin. Das ist auch so eine geile Mission eigentlich, ne? Weil das ist so ein Tower-Defense-Ding, aber ohne Tower, sondern einfach nur mit diesen Wegen, wo du aber dann lange vorher Bescheid bekommst, dass da welche kommen. Das ist richtig gut für mich. Das sind nur Belagerungsgeräte, die Skarabäen, also da können wir ruhig reingehen. Ja. Also die sind mehr gut gegen Gebäude als gegen Einheiten. Die machen zwar auch Einheiten weg, aber gut. Eigentlich eklig ist halt nur dieser Giftangriff, der tut halt weh. Ansonsten, also wenn die jetzt sterben, dann, ne, das siehst du ja jetzt hier selber. Dann machen die so einen schönen AOE-Schaden einmal, aber ansonsten sind die eigentlich irrelevant. Deswegen am besten mit Helden angreifen und ansonsten ignorieren. Das passt schon. Oh, nochmal kurz einen kleinen Dampfwolk abgegeben. Hm, 2 Minuten noch. Das sollte gar kein Problem sein. UIR. Oh, hallo. Ein paar mehr hier, wa? Unangenehm. Anito. Weißt du, das nutzt nicht mal den Zauber hier, um euch ihn zu zeigen. So, Belagerungsturm. Mach's gut. So, alle sammeln bitte. Und einmal hier. Wutz. Und einmal hier. Wutz. Flugsand. Und da sind sie. Angriff. Boah, der AOE-Schaden. Hat der reingekickt. Da gucken die doof, wa? Habt ihr keine Nahrung mehr? Irgendwie kommt da nichts mehr. Ah, Leute. Eins hier weiß aber noch. Müsste ich auch schon ein bisschen anstrengen beim Sammeln, wa? Sonst wird das nichts. Okay. Noch ein Angriff hier? Sehe ich gar nicht.
Oder ist das der, der das Signal wieder ausgelöst hat? Nee. Oder? Leute. Wollt ihr auch kämpfen? Ich weiß nicht, ob du bitte nicht den Chiron töten? Chiron, beste Mann übrigens, ja. Okay. Nice. Was kommt da für großes Ding an? Ach, wieder ein Sohn des Osiris, Klassiker. Ja, wird auch das letzte sein, was da kommt, weil wir sind bei 97%. Ist gleich durch. Ist eine sehr einfache, entspannte Mission eigentlich. Selbst auf Titan, finde ich. Sehr nice. Ah, Skarabin und Infanterie. Ja, aber brauchen wir es. Oh. Ende. Perfekt.